Also du sprichst sozusagen an, wie du so irgendwann vor. Also es gibt in Italien einen Trainingskampf, wo also Italiener hier dann in Mitteldeutschland eingesetzt haben sollen. Weil Mitteldeutschland ist ja geräumt. Wir haben da dort kein Militär, also die da einfach zum Manöver durchschauen. Und die anderen Fahrer haben schon mal geguckt, wie das gehen könnte, wenn sie durch Sachsen durchschauen. Und dann waren wir durch Oberburg offen. Also in Sachsen und bei Festo überall die Bürger in die Amis kommen. Und ja, am Ende war es dann so, dass wir in Frankfurt eine Kaserne geschaffen haben und haben unsere Fahrzeuge abgedankt und sind dann weiter noch, ja, ich sag mal, Leistungs angefahren, um dort Kriegsgerät stehen zu lassen. Weil das man will auch selber. Es gibt aber nach wie vor in der Hochrunde den internationalen europäischen Flugmittelpunkt. Ja, das dürfen sie ja. Aber sie fahren ja mit Gerät hin und lassen das dann dort. Das kann man nicht noch lassen. Und die Gruppentransporte dorthin sind ängstlich. Also wir verfolgen dann auch die Bürger auf Facebook, wenn wir selber eine größere Gruppentransporte melden. Und es geht immer nur in Richtung Weißrussland. Vermutlich haben sie auch keinen abgenommen. Und wenn es 2 Jahre nicht über zurückkonstruieren. Und das ist die Gefahr, dass also an Grenzen von Russland zwischen der Dermola läuft. Und wir haben ja dort in der Ukraine genug Politiker, wenn die auf die Menschheit losgelassen werden, dann wird das schon ein Riesenherd geben, wo Russland zwischenzeitlich ausgrenzen und produzieren könnte. Mhm. Russland hat dann eine Temperatur-Mission, das letzte Woche überlegt, an das ganze Gebiet. Da muss man sagen, dass Russland sehr defensiv vorgeht. Also man kann dann auch sagen, jetzt kommt der Russe und wehrt sich, da sagen wir jetzt hier, oder guck mal, schon so viel mehr. Landeinwärts, wie es auch bei letzten, wo die Ukraine Krise war, haben die ihre Truppen nach schon 200 Kilometer landeinwärts gestellt und die Kinder sagen, kann aber auch Russen dann beleidigt. Und es hat auch schon gefahren, wenn man so große weite Landstriche ohne militärische Schützen hat. Ja, die Bevölkerung, die erwähnt, wird nicht gerade sicher. Und ich möchte noch mehr ausmalen, was passiert, wenn 250.000 ISIS-Kämpfer, wo wir ja grob geschätzt haben, die in Deutschland als Untergrundarmee eingeführt wurden, wenn die an Waffen kommen und dann Hauptziele durchführen. Das könnt ihr euch schon mal vorstellen, welches Bedrohungspotenzial wir fühlen. Wir wissen ja die realen Zahlen nicht, aber ich denke mal, ist bedrohlich. Und das müssen wir vermeiden. Mit dem Referendum haben wir nämlich die Möglichkeit zu sagen, also wer Staatsangehöriger ist, also regulär nach Russland abgeleitet ist, der kriegt einen Pass, dann kriegen alle die einen Pass, die an dem Tag des Verfassungszustands wahlberechtigt werden, weil wir hätten am 17.07. in Deutschland eine Verfassungswahl machen müssen. Sowohl kennen wir als DDR und BRD bei, oder BRD würden wir die DDR-Bürger haben, das wäre notwendig gewesen. Das hat Kohl und Genscher verhindert. Wir haben keine Einheit geschaffen, wir haben sie verhindert. Und die 2 Vertreter der BDR, die da mit bei dem Gespräch waren, die waren natürlich schon Milliardenverdienst abhängig. Also die konnten ja wirklich frei entscheiden. Und hätte die Volkshammer davon erfahren, dann hätte es sicherlich andere Entscheidungen gegeben. Die haben ja nicht gewusst, dass irgendwas Polarisierung viel und vor nicht. Heute, vor 14 Tagen oder 3 Wochen ist vorher, hatte ich niemand wohl jetzt inzwischen einen Zwischenbericht gegeben und gesagt, dass die Wiedervereinigung illegal war. Das heißt, dass es dahin tendiert, dass Russland sagt, also dann macht man in Mitteldeutschland, in meiner Besatzungszone noch Handeln. Und dann gebe ich euch die ersten Gebiete noch dazu. Das ist der Plan. Die Frage ist nur, kriegt Putin die 2 Millionen Leute zusammen, damit es nicht heißt, Putin hätte sich in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik eingemischt. Das ist der Satz, der von Merkel kommt. Und da ist es eben so, dass es jetzt bei der Megida-Bewegung die Leute mal begreifen müssen, sie müssen immer mit den Bundesstaaten fahren, was marschieren, nicht mit Schwarz und Gold, und demonstrieren, dass sie ihre Bundesstaaten machen wollen. Dann wären die Argumentation da, also wenn die das dann fordern, dann wird Putin sagen, dann will ich denen doch die Möglichkeit geben. Dann befehle ich jetzt mal, in meinen Besatzungszonen machen wir jetzt an dem Tag ein Referendum, wollen wir jetzt ihre Bundesstaaten haben oder wollen wir mal von Merkel in der EU mitmachen. Dann haben sie in Sachsen vorstellen, wie das war, das hat sie. 8% sind der Bundesstaat, weil die Sachsen sind in der aktivsten jetzt. Und ich habe gehört, dass auch Bayern aufgewacht sind und in Bayern werden wir von Kindesstaat Bayern bleiben. Und dass die Weißwurst-Entwurfung doppelt fett in der Landkarte noch sein werden. Kann man verstehen. So,
So die Frage ist nur, kriegen wir das auch in anderen Ländern hin? Also in Österreich und in Teilen von Ostpolen, also die sonst auch ein Teil von Polen sind, aber auch zu Russland gehören. Ich habe da gute Hoffnung. Die Frage ist nur, wie können wir es erreichen, dass wir alle informieren darüber? Und da haben wir uns überlegt, wie groß wäre denn unsere Zielgruppe? Und da haben wir so ein statistisches Mittel rausgefunden, zwischen 15% und 20% der Bundesbürger sind mit der Politik von Merkel nicht einverstanden. Auch mit der Lügenpresse und mit den Lügen, die im öffentlich-rechtlichen Mittel rundum erscheinen und auch mit der ganzen GEZ-Problematik. Und wenn diese 15% bis 20% nur 1 Euro geben würden, wäre das Geld zusammen, um in den ehemaligen Ostgebieten sich einen Sender hinzustellen und der auf Astra ein Fernsehprogramm ausstrahlt, das ohne Merkel-Politik und EU-Politik ausgehen, wo man den Leuten erstmal erklären könnte, das ist das noch vor, an dem und dem können wir uns an dem und dem offen zur Wahl und dann machen wir ein Referendum und bestimmt unsere Politik in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und so weiter. Selber. Wir brauchen keine Parteien und wir brauchen auch keine Kriegsfreiheit. Wenn man irgendwelche Waffen produzieren will, können wir gerne machen, aber dann hätte gerne jeder eine Waffe, dass sich jeder auch selber verteidigen kann. Wenn irgendwelche Scheinberichtsvollzieher oder so sich mit dem Hügel ich sag's mal so. Weil in den USA würde sich das, was hier machen, niemand getragen. Wir haben zwar oben ihre Willkür, aber wo gibt's Grenzen? Und es kann sein, dass, ja, Haftbefehle ausgestellt werden, die weder eine ordentliche Richtung unterschrieben hat, noch dass eine Haftunterschrift drunter ist. Und dass dann drunter steht, diese Schreiben wurde maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. Das ist auch noch BAG-Schäden drin, das ist schon die Geschichte. Aber es interessiert niemanden. Weil diese Politikerbanken ja nicht die einzigen sind, die unser Volk schaden, sondern du hast ja über Justiz unermessliche Kinder drin. Und es gibt Erhebungen, dass 98% der an der Justiz beschäftigten höheren Angestellten alle in der Loge Mitglied sind. Entweder in der Dorfstadt, oder in der regionalen Loge. So, da ist keiner unter dem 6. Logengrad, weil wir wissen ja, dass man auf den Spielregeln der Loge mindestens der 6. Logengrad da sein soll, im Sinne von Versammlung zu leiten. Und eine Richtung, da muss mindestens 18 Grad haben. So, und wenn aber die Logen im Prinzip erklärt haben, dass sie die Staaten beseitigen wollen und selber im Prinzip wohl mitspielen wollen, dann können wir uns ganz leicht überlegen, dass es im Prinzip ein Angriff auf unsere Vorstellung ist, wie wir als Gemeinschaft und als Staat zusammenleben wollen. Weil die haben sich darüber organisiert, jeder hat ihre Logenmitgliedsbruder hat den anderen am Hals des Wassers schon sitzen, sodass auch keiner aus der Gruppe ausschaut. Aber man kann sie weitergeben. Und auch die Leute, die in öffentlichen Verwaltungen sind, wollen ja auch Kredite dürfen, die wollen auch gerne im Mainz-System mitspielen. Denen ist auch klar, dass sie einen gewissen Teil ihres zusammengeraten Problems abgeben müssen. Aber es ist noch besser, als wenn sie Erzgebirge an den Bäumen bleiben. Denn die Erzgebirge sind noch ein Zollschaffer durch. Und dort ist die Wut besonders groß. Wir haben eine große Ländereien, wo die Verwaltungsgemeinschaften denen dasselbe zur Hölle machen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn es knallt, dann ist es abzubürgen zu was. Weil ich war letzte Woche in Bockendorf und ich gehört habe, da standen wir noch haben zu werden. Da habe ich schon gedacht, in Sachsen sind wir runter, aber wir sind noch im Zorn Wasser drauf. Und wir werden es erleben, wenn sich die Situation allgemein verschärft, dass wir dort in eine Situation kommen, dass dort Länder wie Deutschland, Österreich durch Störungen und Unruhen destabilisiert werden. Und das würde dazu führen, dass es das Merkel in die komfortable Möglichkeit versetzt wird, das Wirtschaftsrecht zu aktivieren. Und zwar eins nach Irrspielregeln. Es gibt einmal das kaiserliche Wirtschaftsrecht, was für uns gut ist, weil die Gemeinden die kaiserliche Wirtschaftsrecht in Schutz genießen. Und wenn man die Gemeinden mit einer kalten Aktivierung in den Rahmen mitschickt, also mit gelben Schein oder mit Aktivierung ohne Referendum und Siegerrechte, dann kann man die sozusagen zum Abschluss reingehen. Und das ist das, womit ich auch mit Leuten, die sowas tun, wie zum Beispiel Osnabrück oder Fahrt, denen einen Fisch stellen würde. Weil ich sage, ohne Referendum sowas zu machen, ist einfach nur die Gemeinde in eine unvorteilhafte rechtliche Situation bringen. Und das muss es sein. Dann müssen sie erst die Siegelrechte erwerben, dann müssen sie überlegen, welches Siegel galt zum Zeitpunkt, wo ein Putsch oder irgendwas passiert ist. Und für dieses Siegel brauchen wir eine mehrheitliche Abstimmung. Das ist mehr als die Hälfte. Wir haben ein Gebiet neben dem Bewohner, sagen, ja, das ist unsere Staatssache, und damit ziehen wir uns alle Ausweise und alle Beschlüsse.
Dan werden we onze achtman, der op een Obst im Prinzip die ganze Entscheidungs- und Verwaltungsvorgänge macht. Een Schutzmann, der für uns in unserem Ort den Schutz, der öffentliche Schutz in Ordnung ist, wo wir nicht an jeder Müllschlampe dran mitfahren. Wenn man dann sagen, man kann, wird auch zu einer normalen Deck ein oder so, wenn man in den Schatten muss, um mal 10-30 Meter stehen, an den Verkehrsknotenpunkt, weil es müsste in der Ordnung sein. Man kann den in 8 Stunden auch draußen. Aber auch das, was hier läuft, das ist also, was man eigentlich freien Strecke bei Müll, würde ich einfach mal 80 machen auf der Autobahn. Ja, wo nichts ist, wo nichts gebaut wird, wo Sonnenschein ist, Straße kommen und keine 500 Meter Wagen stehen, dann passieren. Ja, dann eine halbe Stunde später auf 100. Da würde ich das selber nicht gerne machen. Und das ist so klar. Akkustern sehr niedrig. Ja, da müssen wir mal kurz Pause machen. Ja. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Da steht das Getränk. Da steht es.